Literature Club heißt das nächste Projekt hier auf diesem Kanal. Dazu habe ich mal wieder den Monkey ausgepackt. Sehr schön. Ich freue mich auch wieder hier zu sein und keine Triggerwarnung der Welt wird mich heute aufhalten, Glück in der Liebe zu haben. Ganz genau, das ist uns nämlich bei unserer letzten Dating-Simulation, die wir beide gespielt haben, Heartful Boyfriend, nicht so richtig gelungen. Richtig, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir da ordentlich ins Gras gebissen. Ja, man fragt sich, wie es überhaupt zustande kommen kann, dass man bei einer Dating-Simulation stirbt. Ich weiß nicht, ob uns das in diesem Spiel auch bevorsteht, ne? Also wenn man sich das Ganze mal anguckt, das Einzige, woran man hier, glaube ich, ganz gut sterben kann, ist eine Blasenentzündung. Ja, das sind kurze Röckchen, die man auch um einen Cocktail binden könnte. Genau, ein bisschen so eine Aerodynamik gibt es da. Diese vier wahrscheinlich liebreizenden Damen, Anime-Damen, gibt es wohl zu daten. Doki Doki ist japanisch und steht für Herzschlag. Mhm. Das ist so ein, wie heißt das Ding? Onomatopoesie. Genau, das Wort habe ich gesucht. Auswendig gelernt. Ganz genau. Und Literature Club müssen wir nicht übersetzen. Ich denke, bevor wir uns hier fusselig reden, springen wir einfach mal in das Spiel rein. Ja. Neues Spiel. Wir müssen jetzt einen Namen eingeben. Da Güntraut in Heartful Boyfriend kein Glück hatte in der Liebe. Haben wir das so geschrieben oder mit D? Ich glaube mit T. Ich glaube, wir haben es so geschrieben. Ja, Güntraut München, ne? War der Name. Ich weiß auch nicht, wie wir auf diesen Namen kamen. Aber Güntraut München ist quasi jetzt von den Toten wieder auferstanden und kann sich jetzt die große Liebe in Doki Doki Literature Club suchen. Sehr schön. Dann fangen wir mal mit Güntraut an. Ja, ich nehme an, kannst du jetzt sprechen? Fertig, Bausiedler. Dann fange ich an. Ich übernehme die erste Rolle. Ja. Gut. Hey! Ich sehe ein nerviges Mädchen aus der Entfernung auf mich zurennen, die wild mit den Armen fuchtelt und sich jede Aufmerksamkeit, die sie hervorrufen könnte, kein Stück bewusst ist. Bei dem Mädchen handelt es sich um meine Nachbarin Sayori. Wir sind seit unserer Kindheit gut befreundet. Die Art von Freundin, mit der man sich heute nie im Leben anfreunden würde, aber irgendwie funktioniert es, weil man sie schon so lange kennt. Hast du auch so Freunde, die quasi zum Inventar gehören? Ja, da kommt man nicht mehr raus, ne? Die sind gebucht. Ja, also... Hab ich nicht. Nee, gibt's nicht. Niemand. Nein, also ich weiß nicht, ob man dann gut befreundet nennen kann oder ob man sich einfach nur erträgt. Früher gingen wir an solchen Tagen immer zusammen zur Schule, aber seit der Highschool verschläft sie immer öfter und ich war es leid, auf sie zu warten. Konfliktlösung kann Güntraut auf jeden Fall ziemlich gut. Aber wenn sie mir so enthusiastisch nachjagt, halte ich es fast für besser, schnell wegzulaufen. Ja, immer eine gute Option. Stattdessen seufze ich einfach tief und warte am Zebrastreifen, bis Sayori zu mir aufschließt. Ha! Ha! Überhaupt keine Textbildschere mit deiner gar nicht. Tiefen Bassbaritonstimme hier. Ich gebe mir schon Mühe. Ich habe schon wieder verschlafen. Aber dieses Mal habe ich dich erwischt. Vielleicht, aber nur weil ich beschlossen habe, auf dich zu warten. Das hört sich ja fast so an, als hättest du daran gedacht, mich zu ignorieren. Sayori geht mir jetzt schon auf den Nerv. Meine Güte, das ist gemeint, Güntraut. Tja, wenn die Leute dich wegen deines komischen Verhaltens anstarren, dann will ich nicht, dass sie uns für ein Paar halten oder sowas. Oh. Ist jetzt so die Sache, okay, faked Güntraut ist? Ist da wirklich Emotion sonst noch in der Luft? Also, ich muss sagen, so Güntraut ist ja jemand, der auch gerne auf den zweiten Blick dann auch mal irgendwie zuschlägt. Dann müssen wir hier wirklich ein bisschen tiefer gehen bei Sayori, weil sie hat momentan so dieses... Ja, dieses Bratty-Ding so am Laufen und ist nervig und aber irgendwie schon immer da. Ja. Ist ja schon fast so Klassiker aus der zweiten Schublade, ne? Also da bin ich auf die anderen drei Optionen gespannt, die uns wahrscheinlich noch begegnen. Ich sag mal so, die Fächer der zweiten Schublade sind tief. Die sind tief. Da kann man auch nochmal mit dem ganzen Arm rein. Ja, ja. Die Doppeldeutigkeit. Es tut mir leid. Doppeldeutigkeit dieses Statements ist uns im Nachgang nicht verborgen geblieben. Ich meinte die Schublade. Es war nicht so gemeint. Es tut uns sehr leid. Machen wir weiter. Da kommt ja noch viel Schlimmeres. Tut mir leid, aber letztendlich hast du doch auf mich gewartet. Ja. Du hast es wohl doch nicht in dir, gemein zu sein, selbst wenn du wolltest. Ich finde das schon relativ gemein, was Güntraut bis hierhin abgespult hat. Ja. Was immer du sagst, Sayori. Wir überqueren gemeinsam die Straße und laufen weiter zur Schule. Je näher wir kommen, desto mehr Schüler sind auf den Straßen unterwegs, die alle dasselbe Ziel haben. Das ist auch so eine Dialogbox also, aus der Kategorie. Gut, ne? Cool, ja. Wir gehen zur Schule. Wir gehen zur Schule. Ist, in Ordnung. Übrigens, Güntraut, hast du dich schon entschieden, welchem Club du beitreten willst? Ich möchte natürlich dem Doki Doki Literature Club beitreten. Ja, das ist wahrscheinlich auch die einzige Wahl, die ich dir lasse. Einem Club? Ich hab dir doch schon gesagt, dass ich kein Interesse... Ich hab dir doch schon gesagt, dass ich kein Interesse an irgendwelchen Clubs habe. Aber Sayori, wir haben fast die gleiche Stimme. Außerdem habe ich mich auch gar nicht nach einem umgeschaut.
Was? Das stimmt doch gar nicht. Stimmt ja wohl. Du hattest mir gesagt, dass du dieses Jahr einem Club beitreten willst. Tja, dann wenn du das besser weißt als ich. Was Sayori! Hast du mir gesagt? Das habe ich? Hm? Ich habe heute extra mein Carpador-Oberteil für dich angezogen. Stimmt. Ja. Absolut. Dass dir das nicht auffällt. Ja. Gut. Ich glaube, das ist einfach die Schuluniform, aber kann auch jetzt vielleicht Carpador High School. Das habe ich. Möglicherweise habe ich das während einer unserer vielen Unterhaltungen gesagt, bei denen ich nur teilnahmslos dem zustimme, worauf auch immer sie gerade wieder redet. Ich sag mal, ihr Kandidatin. Ja, das wäre Classic. Also, hm? Kenne ich von meinen Eltern. Die sind seit 439 Jahren verheiratet. Sayori sorgt sich gern um mich, dabei bin ich völlig zufrieden, gerade so mit einer Durchschnittsnote zu bestehen und mich in meiner Freizeit mit Spielen und Animes zu beschäftigen. Ja. Feel you, Güntraut. Feel you. Winnie weiß Bescheid. Was ist das für ein Ton? Ich weiß es nicht. Ich befürchte halt, dass du es vor der Uni nicht gelernt haben wirst, Kontakte zu knüpfen oder dass dir gewisse Fertigkeiten fehlen werden. Also, du diagnostizierst mir gerade Sozialphobie. Auf jeden Fall. Und die wird ja jetzt auch an der Highschool erstmal noch geschmiedet. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob Güntraut auch so der oder diejenige... Wir wissen nicht, was das Geschlecht von Güntraut ist. Ich glaube, das spielt hier keine Rolle. Sayori ist da, glaube ich, nicht so, oder? Ja, also, was machen wir mit... Was fangen wir mit Güntraut an? Ne? Ja. Aber ja. Dein Glück ist mir sehr wichtig, weißt du? Und ich weiß, dass du gerade glücklich bist. Aber mich würde der Gedanke daran umbringen, dass du später mit leeren Händen dastehst, weil du nicht an die Realität gewöhnt bist. Ja, gut. Das Sayori... Normale Dialoge. Ja. Du vertraust mir, oder? Wir gehen gerade aus dem... oder? Schule. Wir gehen gerade zur Schule und Sayori ist extrem verschlafen, aber lass mal erstmal eine profound discussion hier starten. Lass ja nicht zu, dass ich mir weiter Sorgen um dich machen muss. Ich bin wahrscheinlich einfach eingeschlafen. Also, ich gaslighte dich hier komplett in die Guilty. Komm mit rein. Also gut. Ich werde mir ein paar Clubs ansehen, wenn dich das glücklich macht. Ich werde nichts versprechen. Willst du mir zumindest versprechen, dich ein klein wenig anzustrengen? Petit peu. Ja, das kann ich dir schon versprechen. Juhu. Yahoo! Das lag mir auf der Lippe. Auf den Lippen. Warum lasse ich mir von so einem unbekümmerten Mädchen einen Vortrag halten? Ich bin eigentlich noch viel mehr überrascht, dass ich ihr nachgegeben habe. Ich wollte sie wohl etwas beruhigen, da sie sich ja solche Sorgen um mich zu machen scheint, obwohl sie in ihren Gedanken alles etwas übertreibt. Der Schultag verläuft immer das vorbei, ehe ich es mich versehe. Das heißt, wir haben vom Schultag an sich nichts mitbekommen. Nein. Aber Sayoris mentale Therapiestunde, wo sie uns auf unsere antisozialen Tendenzen anspricht, das haben wir in voller Länge mitbekommen. Ja. Nachdem ich meine Sachen gepackt habe, starre ich gedankenverloren an die Wand in der Hoffnung, einen Staubkorn an Motivation zu finden. Also das muss man Hatoful Boyfriend in diesem Fall vielleicht lassen, da gab es ja immerhin eine Fächerwahl. Und man hat ja auch ein bisschen was mitgekriegt aus dem Unterricht. Ne? Ganz genau, wir hatten fantastische Lehrer. Ja, erinnere mich nicht an ihre Namen, nur noch an ihre Schnäbel. Ja. Was ich sehr interessant finde hier also die Musik ist jetzt auch schon wieder, es ist diese typische Dating-Simulation. Ja. Ich denke, das ist die zweite Dating-Simulation, die ich in meinem Leben spiele. Und die zweite, wo Monkey neben mir steht. Was ich schon mal feststellen kann, ist die Tatsache, dass dieser Raum einrichtungstechnisch, Feng Shui-mäßig der absolute Albtraum ist. Ja, also ich würde fast sagen, es ist ein nahezu stilisierter, sehr cleaner, aktueller deutscher Schulraum. Ich meine, guck mal, oben der klassische Lautsprecher, der ist natürlich, der sieht relativ neu aus, aber der ist kompletter Schrott. Ja. Ne, das sind Hochtöner aus DDR-Zeiten. Das ist so ein bisschen drin. So, das bitzelt auch, wenn da eine Durchsage vom Rektor kommt, der sagt, dass die Schüler-AG heute ausfällt. Richtig, oder dass Asbestwarnung mal wieder nächste Woche ist. Ne? Also, ja, und klassische Tafel, nichts mit Whiteboard. So, so eine durchschnittliche bundesdeutsche Schülerjunge-Lunge muss durch eine Menge Kram, bevor man das 18., 19. Lebensjahr verendet hat. Richtig. Clubs. Güntraut hat schon komplett alles ist abgeschaltet. Ja. So. Clubs. Sayori will, dass ich mir ein paar Clubs ansehe. Dann habe ich wohl keine andere Wahl, als mit dem Anime-Club zu beginnen. Anime-Club. Also ich bin ja selbst Anime-Fan, aber möchte man das? Also ich glaube, in einem Anime-Spiel, einem Anime-Club beitreten, liegt nah. Aber wir werden sehen, vielleicht gibt es ja wirklich eine Auswahl. Ja. Hallo! Sayori? Sayori muss in das Klassenzimmer gekommen sein, während ich in meinen Gedanken Lichtjahre entfernt war.
Ich sehe mich um und bemerke, dass nur noch ich im Klassenzimmer bin. Und Sayori. Und Sayori, ja. Sayori ist einfach eine Apparition. Die existiert gar nicht. Die gibt es gar nicht. Die taucht nur auf. Das ist der erste Hint, dass das eigentlich nur eingebildet ist. Ja. Ich dachte mir, dass ich dich am Ende des Unterrichts abfangen kann. Aber dann sah ich dich völlig weggetreten dort sitzen und bin einfach hereingekommen. How dare you! Ehrlich gesagt bist du manchmal schlimmer als ich. Ich bin beeindruckt. What? Du musst nicht auf mich warten, wenn du dadurch zu spät zu deinem eigenen Club kommen solltest. Ja. Verpiss dich in deinen Club. Na, ich dachte mir, dass du eine kleine Ermunterung gebrauchen könntest. Also habe ich mir überlegt, weißt du... Weiß ich was? Ja, nun, dass du mit zu meinem Club kommen könntest. Nein! Was ist das? Ist es der Doki Doki Literature? Ich glaube, es wird der... Sayori! Ja? Ich werde unter keinen Umständen in deinen Club eintreten. Du bist gemein. Ist das aktuell noch? Macht man das so? Sie macht's. Also ja, von daher so. Ist es in Ordnung so. Genau. Sayori ist die Vizepräsidentin des Literaturclubs. Verstehe. Also, Sayori strahlt mir jetzt nicht organisatorisches Talent aus, aber es kann durchaus sein, dass es da auch hidden, also wenn sie verschläft, weißt du, ständig, dann... Ja, ja. Wieder dieses, und sie ist nur Vizepräsidentin, also nicht nur, sondern da ist ja noch irgendjemand anscheinend oben an den Hebeln. Ne? Ja, nicht, dass ich überhaupt wusste, dass sie sich für Literatur interessiert. Aber du hast doch gerade gesagt, ich meine, du kannst ja auch mal zuhören, das Güntraut. Ja, also, Güntraut weiß, dass sie die Vizepräsidentin eines Literaturclubs ist, aber wusste anscheinend nicht, dass sie sich für Literatur interessiert. Ja, das sind zwei Gaps. Ja, aber er hört ja auch nicht zu, Güntraut. Ja, Güntraut hört aber nicht zu, wenn sie reden. Aber diese Schaltung, von 1 auf 0, zurück auf 1. Das muss doch drin sein, Günni. Ich bin mir sogar zu 99% sicher, dass sie das nur getan hat, weil sie es für lustig hielt, einen neuen Club zu starten. Das heißt, sie hat also diesen Club nicht nur... Also ist da nicht nur reingekommen und wurde dann zur Vizepräsidentin befördert, sondern sie hat von Grund auf... Ja, okay. Es ist dieses Whatever. Ja. Sie war die Erste, die nach der Vereinsgründerin Interesse an dem Club zeigte und erbte daher den Titel der Vizepräsidentin. Also wird klassisch vererbt. Erbtitel sind Vizepräsidenten und Präsident. Das wird erbtechnisch auch mal weitergegeben. Zweites Mitglied, erst ist die Präsidentin, zweites ist Vizepräsidentin. Ja. Es tut mir leid, ne? Das ist so eine Angewohnheit. Ich spiele ja sonst irgendwie Story-Heavy RPG-Maker-Spiele. Ja, ja. Und, Sezier das ruhig. Das ist in Ordnung. Ich bin dabei. Das muss ja auch alles ein bisschen stimmig sein. Mein Interesse an Literatur dürfte noch geringer sein. Güntraut, warum bin ich nicht überrascht? Ja, ich gehe zum Anime-Club. Ach, komm schon, bitte. Warum ist dir das überhaupt so wichtig? Nun. Das wird jetzt mein neuer Avatar im Internet. Das ist dieses. Sorry, Chef. Hab früher Schluss gemacht. Ja. Genau, einfach in so einer... da haben sie mir leider das Schokobrötchen doppelt abgerechnet. In der geschäftlichen E-Mail einfach dieses, einfach diese Pose bringen sie. Sincerely. Ich hatte gestern im Club erzählt, dass ich ein neues Mitglied mitbringen würde. Da stellt sich jetzt hoffentlich ein Lerneffekt ein, Sayori. Mach keine Versprechungen, die du nicht halten kannst. Es ist ein pädagogisches Spiel. Und Natsuki hat auch Cupcakes gebacken. Ich bin sofort dabei. So. Ich bin sofort dabei. Cupcakes haben dich gekriegt? Auf jeden Fall. Okay. Aber Güntraut, wer weiß, vielleicht Güntraut ja trotzdem in den Anime-Club. Das kann sein. Vielleicht gehen wir in beide. Sind die mal zeitgleich? Die geile Sache ist, man muss sich ja hier, um das aufzunehmen, damit wir beide in die Kamera passen, muss man sich recht nah beieinander stellen. Ja. Und wir haben einfach die Herausforderung, dass wir nicht wissen, wessen Schulter wohin. Das sind hidden messages. Hier so. Ja, genau, wir können auch einfach so hier stehen. Ja, hier. Genau. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst. Ich sag's doch, Güntraut. Ich weiß nicht, ob Sayori wirklich so ein Hohlkopf oder so gerissen ist, dass sie all das im Voraus geplant hat. Ich stoße einen langen Seufzer aus. Also gut, ich werde für einen Cupcake vorbeisehen, okay? Ja, gehen wir. Und dies war der Tag, an dem ich meine Seele für einen Cupcake verkauft habe. Habe ich schon schlimmere Dinge für einen Cupcake gemacht? Fair enough. Ich folge Sayori widerwillig durch die Schule nach oben. In diesem Gebäudeteil verirre ich mich nur selten. Sayori drückt energiegeladen die Tür des Klassenzimmers auf.
Leute, unser neues Mitglied ist hier. Ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht ein neues Mitglied nennen sollst. Ich sehe mich im Raum um. Oh, also sie ist Mädchen 1. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen Stimmenschacher machen. Ja, soll ich... willst du? Ich finde, sie hat eine eher dunklere Aura. Ja. Das würde sich für deine tiefe Bass-Bariton-Stimme... Kein Problem. Willkommen im Literaturclub. Schön, dich kennenzulernen. Sayori erzählt uns immer viele nette Dinge von dir. Ah ja, gut. Das kannst du doch machen. Ja. Ernsthaft? Du hast einen Jungen mitgebracht? Hallo? Was ist das für ein Literaturclub? Was für ein Stimmungskiller. Oh, das wird schwierig. Ich habe meine beiden Stimmen schon verbucht. Ja, das stimmt, aber ich kann ja nicht. Also, ich könnte höchstens noch. Soll ich Mädchen 3 auch noch nehmen? Nimm Mädchen 3 und mach hoch. Okay. Es gibt ja 4. Ah, Güntraut, was für eine nette Überraschung. Wir kommen im Club. In diesem Moment fehlen mir die Worte, alle Worte. Achso, jetzt haben wir aber alle drei zusammen. Das heißt, aber ich habe mit Gründrat ja sowieso den größten Redeanteil. Vielleicht gibt es ja noch mehr Charaktere. Das ist gut, der nächste Charakter ist dann auch wieder mir. Dieser Club ist voller unglaublich süßer Mädchen. Ja. Gründrat, im Mädchenhimmel. Ja. Was ist mit ihren Armen? Ach, die sind hinterm Rücken. Tut mir leid. So Teil amputiert. Und tatsächlich, Carpador ist Teil der Ausrüstung. Ja, der Schuluniform. Ja. Ich muss sagen, wir können ja mal eine Diskussion starten, ne, darüber. Also da muss man sagen, sie rechts, Mädchen 2, glaube ich, war das. Ja. Mädchen Lisi ist rechts, ist Mädchen 1. Mädchen 1? Ja, Mädchen 2 und Mädchen 3. Okay, von rechts man muss nach sagen, links, ja. Weil es japanische Spiel ist, machen wir von rechts nach links. Mhm. Man muss sagen, sie hat schon einen gewissen lasziven Blick auf sich. Wer jetzt? Mädchen 1? Mädchen 1. Ja. Ja, man muss dazu sagen, den Bläser hat es vielleicht auch noch in der Größe etwas vielleicht größeren etwas, Größe gegeben. Ja, aber das wäre ganz gut. Ja. Das ist halt auch immer so eine Sache mit den Uniformen. Ne? Genau. Aber auch hier, warum hat man jeweils matchende, passende Haarfarbe zu den Augen gegeben, aber Mädchen 3 hat einfach braune Haare gekriegt. Hat für mich so ein Sailor Jupiter-Vibe, aber sie ist ja, jetzt aber frech. Ja. Frech. Nicht mal ein grünes Haarband hat sie gekriegt oder so. Ja. Würde sich auch hart mit dem roten Traditionsband beißen. Ja, das aber das nur am Rande. Mädchen Nummer 2 weiß, wie man accessorized. Also da gibt es einerseits diese wirklich akkurat frisierte Strähne. Mhm. Ja, ne? Sehr. Also aufwendig. Ich glaube, das kriegt sie auch alleine nicht hin. Diese Bändel, ne? Auch alles in Rot. Also da war wirklich so, okay, ich muss dieses Outfit jetzt rocken. Ja. Ne? Wobei die Haarspange von Mädchen Nummer 1 natürlich lila passt gut. Einerseits zu meinem Hintergrund hier. Ne? Andererseits passt es auch gut zu ihren Augen und ihrer Haarfarbe. Also sie schreit ja schon förmlich Blake so ein bisschen. Ne? Von der Kolorierung her. Ich bin bereits verliebt. Gut, ich tendiere gerade so ein bisschen zu der Schüchtern ganz links. Ja. Sie ist wieder, also in der Mitte ist Mädchen 2, ist mir zu sassy im Moment. Also der Ersteindruck, ne? Guck mal, sie guckt auch schon so dieses, Jungs, ne? So, das haben wir doch eigentlich alle in der ersten Klasse schon überwunden, ne? Da hat jeder mal irgendwie jemanden angespuckt und dann war doch auch wieder gut damit. Genau. Ich weiß nicht, in welcher Schule du warst, aber... An einer Regelschule. Ganz genau. Was der Hinweis ist, den wir rausgeschnitten haben am Anfang, wir machen das später nochmal, ist, dass alle gezeigten Personen volljährig sind. Ne? Das ist nochmal der Hinweis. Das heißt, da jetzt bei Mädchen Nummer 2 ist es wohl so, dass die Pubertät eher später einsetzt, wie soll man sagen? Also ich finde, sie sieht sehr jung aus, möchte ich damit zum Ausdruck. Ich finde, generell sehen die alle drei sehr jung aus, aber es ist wahrscheinlich dem Anime-Stil geschuldet. Mich jemand fragen, als jemand, der nicht allzu tief im, vor allem in dieser Sektion von Animes steckt, ich würde niemals sagen, das sind volljährige Personen, die hier dargestellt werden. Aber wenn das Spiel darauf Wert legt, dann kann man sich das vielleicht vorstellen. Was schaust du so? Sag ruhig, wenn dir etwas auf dem Herzen liegt. Entschuldige. Natsuki. Ich find's gut. Das Mädchen mit der miesen Laune, die anscheinend Natsuki heißt, kenne ich nicht. Passt ganz gut zu meinen anderen Let's Plays. Da ist im Moment der weibliche Hauptcharakter, den ich spiele, bei Die Reise ins All, auch eher ein wenig moody. Mhm. Deswegen kann ich die Stimme 1:1 übernehmen. In ihrer zierlichen Figur wirkt sie wie eine Schülerin aus dem ersten Jahr. Sayori ist sie es auch, die Cupcakes gebacken hat. Mhm. Wahrscheinlich mit so einem Schinkenwürfel. Ja, so ein herzhafter Cupcake. Nichts dagegen auszusetzen. Ja. Wenn der Zuckerguss. Der Mango-Schinken-Cupcake. Ignoriere sie einfach.
Nee, oh, Sayori, die ist nicht im Bild? Doch, ist sie. Tut mir leid. Ignoriere sie einfach, wenn sie so mies drauf ist. Es ist schon eine Herausforderung, so verschiedene. Es ist nicht leicht. Flüstert Sayori in mein Ohr, bevor sie sich wieder den anderen Mädchen zuwendet. Okay, das ist Natsuki, immer voller Energie. Negativer Energie. Und das ist Yuri, die Intelligenteste im Club. Ja, und sie ist kurz eingeschlafen. Kurz ein Powernap zwischen Literatur. Ja, und vor allem aber auch mit der Hand so eingeparkt. Ne? Ja. Oh. Andere haben ja so... Ja, sich mal kurz am eigenen Dekolleté festhalten. Weil ich Angst habe. Kenn ich, also... Jetzt muss ich mich orientieren. Sag nicht solche Dinge. Und sie spielt mit den Haaren. Sie hat auffallend kleine Hände, muss ich sagen. Mhm. Wirklich? Was uns so auffällt! Kommt mit der Hand durch die Schlaufe durch. Ja, das ist doch ihr Haar, wo sie jetzt... Ja, aber die rote Schlaufe. Ach so, ja, das stimmt. Yuri scheint vergleichsweise viel reifer und schüchterner zu sein und hat Mühe, sich mit Leuten wie Sayori und hat Mühe, mit Leuten wie Sayori und Natsuki mitzuhalten. Es ist nett, euch beide kennenzulernen. Und es scheint, dass du Monika bereits kennengelernt hast, bereits kennst, richtig? Monika. Das ist halt irgendwie so. Das ist Yuri, Natsuki und Monika. Sayori und Monika. Hörst du die Moni? Die kommt aus der Nachbarschaft. Also kein Disrespect an Monika, also an Frauen, die Monika heißt. Aber es ist jetzt einfach so, ich hätte was Japanischeres erwartet. Ja, auf jeden Fall. Hast du das schon vorgelesen, oder? Noch nicht. Das stimmt. Schön, dich wiederzusehen, Güntraut. Das geht auf die Stimmbänder, ne? Ja. Monika lächelt freundlich. Und ja, so ein bisschen, ja, das ist also... Guck mal da, die Augen, da ist schon, da gehen die Wangen hoch. Das ist schon so ein bisschen so... Ah, das kann ich nicht ausdrücken. Ich weiß nicht, was du sagen willst, aber ich glaube dir. Jetzt versteh mich doch mal. Wir kennen uns, naja, wir waren letztes Jahr in derselben Klasse, aber haben kaum miteinander gesprochen. Monika war so ziemlich das beliebteste Mädchen der Klasse. Clever, wunderschön und sportlich. Also völlig unerreichbar für mich. Klasse. Güntraut. Also das ist doch, also jetzt hier, Selbstbewusstsein ist attraktiv. Ja, Güntraut ist hier im Passivmodus immer unterwegs gewesen. Wenn sie mich also so nett anlächelt, fühlt sich das etwas... Dich auch, Monika. Setz dich doch, Güntraut. Wir haben etwas Platz gemacht. Du kannst dich also neben mich oder Monika setzen. Ich glaube, da kommt jetzt unsere erste Entscheidung. Ich glaube, Güntraut macht ein bisschen einen Eindruck, als hätte sie schon so einen Crush auf Moni gehabt. Ja, ich möchte sie Moni nennen. Moni. Und, aber Sayori ist natürlich die safe Geschichte, wo man sich ein bisschen eher sicherer fühlt vielleicht. Ja, also die beiden haben ja... Ich würde das jetzt mal dir überlassen. Die haben eher ähnliche Zustände bereits. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Hey, die habe ich gebacken. Ich werde sie holen. Tut mir leid. Ich bin wohl etwas zu aufgeregt. Weil in dem Literaturclub jemand ist, den du schon kennst. Also die ist doch diejenige, die... Der hat die jetzt mitgebracht und dann ja, schimmert da jetzt vielleicht was durch. Wie wäre es, wenn ich auch etwas Tee koche? Die Mädchen haben mehrere Pulte zusammengeschoben, um einen Tisch zu bilden. Wie Sayori erwähnte, wurde mehr Platz gemacht, sodass ein Platz neben Monika und einer neben Sayori frei ist. Unsere erste große Game Decision. Ja. Natsuki und Yuri gehen in die Ecke des Raumes, wo Natsuki sich ein in Folie eingepacktes Tablett nimmt und Yuri den Schrank öffnet. Ich benetze Sayori. Ich setze mich neben Sayori, wobei ich mich immer noch etwas unbehaglich fühle. Diese Entscheidung wurde uns also erfolgreich abgenommen. Okay, also es gab keine Entscheidung. Schade. Das Spiel uns ein bisschen in die Irre geführt. Ja. Natsuki läuft voller Stolz mit dem Tablett zurück zum Tisch. Okay, seid ihr bereit? Tada! Wow! Natsuki hebt die Folie vom Tablett. Darunter kommen ein Dutzend weißer, cremiger Cupcakes zum Vorschein, die kleinen Katzen gleichen. Ich sag mal so, die Bäckerei-Skills sind deutlich ausgeprägt. Ich sehe noch keine Cupcakes und möchte mein Urteil bis dahin zurückhalten. Es kann auch etwas sein, dass einfach so ein amorpher Blob ist und dann sagt ihr, das sind kleine Katzen. Also man muss sagen, also letzten Endes, ich weiß nicht, ob das längst jetzt die Emotion ist, oh, ich habe jetzt ein paar leckere Cupcakes gesehen, sondern, oh Gott, es wird erwartet, dass ich das hier esse. Oh, ich glaube tatsächlich, Monika stimmt da auch eher eine eher überraschte Haltung ein. Ja, Monika guckt durch den Spieler komplett durch. Ja. Das ist, da ist jetzt die Festplatte gelöscht. Die Festplatte komplett gelöscht bei ihr. Ihre Schnurrhaare sind aus Zuckerguss und kleine Schokoladenstückchen bilden die Öhrchen. Klingt erstmal nicht schlecht. Das klingt gelungen. Klingt gelungen, ja. Also, Natsuki ist auf jeden Fall sehr stolz. Ich werde mit den Namen so durcheinander kommen. Ja, ich auch. Jetzt ist sie auf einmal begeistert. So niedlich!
Ich hatte ja gar keine Ahnung, dass du so gut backen kannst, Natsuki. Nee, ach, weißt du? Los, greif zu! Sayori nimmt sich den ersten, dann ist Monika dran. Ich greife danach zu. Das ist wichtig, die Reihenfolge. Das ist jetzt die soziale Hackordnung. Also Sayori, wer ist denn jetzt eigentlich die Präsidentin? Aber ich glaube, das ist die Yuri, oder? Ja, also sie ist die Intelligenteste. Vielleicht für den Literaturclub. Ist Natsuki nicht die? Nee, Yuri ist die Intelligenteste, ne? Yuri ist die Intelligenteste, ja. Natsuki ist so die mit dem Feuer unterm Arsch und Monika ist anwesend. Ja. Monika war auch dabei. Ja. Monika ist der Uwe. Monika hat auf jeden Fall so Leadership-Vibes, finde ich. Ja, schon. Ja, da, also wenn Sayori Vizepräsidentin ist, dann wäre mein Geld auf Monika. Ja, oder Kassenwartin, ne? Sowas in der Art. Kassenwart kann aber auch intelligent sein, weil dann muss man zählen können und das traue ich den anderen. Aber es ist immer so, die Rolle auch so ein bisschen, ja, komm, du musst ja auch irgendwas machen, ne? Ja, aber Güntraut zum Beispiel würde ich die Rolle nicht zutrauen. Ich glaube, Güntraut würde auch gerne wieder gehen. Ja. Also zumindest was den Club angeht. Aber wir werden sehen. Ja. Jetzt gibt es ja erstmal Kaffee und Kuchen, Kaffee und Cupcakes. Ja. Tee und Cupcakes. Entschuldigung. Kaffee und Kuchen oder Tee und Cupcakes, genau. Ja. So. Der ist köstlich. Sayori spricht mit vollem Mund und hat es direkt geschafft, sich Zuckerguss ins Gesicht zu schmieren. Ach, sowas. Ich drehe den Cupcake in meiner Hand, um die beste Stelle für den ersten Biss zu finden. Rotieren. Ja gut, den klassischen, aber normalerweise haben die ja immer diesen Papierkranz unten dran, der es sowieso unmöglich macht, effizient da reinzubeißen. Das heißt, du musst dann erstmal schälen wie so eine Mandarine. Ne? Ja. Und dabei fällt das ja auch oft schon auseinander. Man muss dazu sagen, ich finde aber auch generell so bei Kuchen oder sonstigen Sachen, was ich halt total kritisch finde, ist, oder anders gesagt, du kennst du so Sachen, so das von Rand mäßig beschmierte Nutella-Brot zum Beispiel. Ja. Man versucht, soweit es geht, zu vermeiden, dass man die Stelle anpackt, damit, also Nutella irgendwo auf der Kleidung oder an den Händen kriegst du ja nie wieder weg. Kannst du 20 Minuten Hände waschen. Richtig. Und dann 10 Minuten später fasst du dir ins Gesicht und dann hast du schon wieder die Hand voll. Ja, das ist ja oft auch so dieser accidental Spot, der immer noch irgendwo klebt und dann auch noch eine Viertelstunde noch da ist, weil du einfach anscheinend hartnäckig irgendwie nichts mehr berührt hast seitdem. Ja. Das stimmt. Ne? Also, wir werden sehen, ob wir effizient den Cupcake. Okay. Natsuki ist ruhig, oh Gott. Mhm. Ich bemerke, dass sie mich verstohlen anblickt. Sie sieht gar nicht so verstohlen aus, sie guckt eigentlich mehr wie so ein Anton. Fühle ich aber. Ja? Wenn du was kochst und du servierst es jemandem, der Erste bist, da guckst du auch so. Aber verstohlen? Verstohlen wäre ja so ein bisschen so ein bisschen Side-Look, ne? So diese Side-Eyes. Ja, okay, verstehe. Aber das ist eher. Hör mal! Wie schmeckt der Camembert? Hast du da gerade reingebissen? Der Camembert, ja. Camembert ist auch das Gericht, was ich so koche. Ja, also, wo die Liebe hinfällt. Auf jeden Fall diesen Blick suggerieren. Das ist auf jeden Fall ein Camembert-Blick. Ja. Wartet sie darauf, dass ich in den Cupcake beiße? Ja, natürlich! Also muss die Kulinarik muss quantifiziert werden hier. Wie du sie findest. Beutner-Score. Schließlich beiße ich zu. Weiß schon wieder niemand, wovon ich rede. Die Glasur ist süß und eine wahre Geschmacksexplosion. Ich frage mich, ob sie sie selbst gemacht hat. Das wäre jetzt natürlich der Baskel des Jahrtausends, dass sie einfach die im Supermarkt irgendwie... Das wär ein Move, den ich verstehen könnte. Da hätte ich schon einen Pluspunkt im Love Interest, weil ich einfach sage, nice play, wirklich. Ja. Also. Aber würdest du Güntraut München was selbstgebackenes servieren? Ich glaube, das ist so Perlen vor die Säue. Ich glaube, Güntraut ist einfach wirklich in so einer Egalhaltung. Ja. Boah, das hat sie sich ein bisschen aus Hot of a Boyfriend abgeguckt, glaube ich. Ja, das ist auch die Signation, die wir ihr zustehen können. Oder? Der ist echt gut. Danke, Natsuki. Ja, stimmt. Ich bin kurz gehirnt. Kein Problem, ich wollte auch schon loslegen. Ja. Warum dankst du mir? Es ist ja nicht so, als ob ich ihn selbst gebacken habe. Warst du da schon auf der richtigen Spur, Mario? Ja. Habe ich das nicht schon einmal gehört? Wie für dich oder so gemacht hätte? Wahrscheinlich sind die einfach irgendwie jetzt so in der Backstube runtergefallen. Too good to go, gute App, ne? Nicht gesponsert. Da kann man sich zum Beispiel günstiger irgendwelche Lebensmittel abends von Bäckereien und so holen. Und das hat sie auch gemacht. Das wäre auch vollkommen in Ordnung. Also das konnte sie zu stehen. Wäre auch ein Pluspunkt. Aber wäre natürlich jetzt nicht cool, wenn sie jetzt sagen würde, die habe ich selbst gebacken. Aber es ist nicht so, ne? Das wäre schon ein ziemlicher Twist mit dem. Also das wäre ein Minuspunkt. Ja. Also sie gambelt hier ein bisschen gerade, die Natsuki. Ich dachte, dass du das eigentlich schon getan hast, Sayori sagte. Na gut, vielleicht. Aber nicht für. Du weißt schon dich, Dummkopf. Also gut.
Gebe auf, Natsukis seltsame Logik zu verstehen und lasse die Diskussion ruhen. Yuri kommt mit einem Teeset zurück zum Tisch. Sorgfältig stellt sie jedem von uns eine Teetasse hin, dann stellt sie die Teekanne neben das Tablett mit den Cupcakes. Ihr habt ein vollständiges Teeset in diesem Klassenzimmer? Keine Sorge, die Lehrer haben uns das erlaubt. Meine erste Sorge ist, was die Lehrer dazu sagen. Das ist ja immer wieder wichtig. Ich meine, gut, ne, es gibt so einige Sachen, die die Schüler wahrscheinlich vor ihren Lehrern verstecken. Yuri, hast du schon wieder das Teeset mit zur Schule gebracht? Schließlich ergänzt eine heiße Tasse Tee doch perfekt ein gutes Buch, nicht wahr? Ich denke schon. Lass dich nicht einschüchtern. Yuri will dich nur beeindrucken. Das stimmt doch gar. Jetzt muss sie sich mit beiden Händen am Dekolleté festhalten. Jetzt haben wir sie wirklich in Verlegenheit gebracht. Mensch, Monika. Oh, der Mund löst sich schon in klassischen Wiggly Lines auf. Aber sie zeigt so, sie macht so hier, jetzt so den hier. Ja. Moni. Yuri blickt beleidigt zur Seite. Sie guckt gar nicht zur Seite, die guckt mir genauso auf mein Kinn wie eben. Ah, jetzt. Okay, ja, gut, okay. Ich meinte, du weißt. Ich glaube dir. Tja, Tee und Lesen zählen zwar nicht wirklich zu meinen Hobbys, aber der Tee ist wirklich lecker. Oh, das macht mich froh. War so ein leichter norddeutscher Einschlag. Oh ja, war das leicht froh. Okay, tut mir leid. Erleichtert lächelt Yuri schwach. Das ist auch ein Satz, den muss man sich immer auf der Zunge... Erleichtert lächelt Yuri schwach. Als wäre das eigentlich eine Eselsbrücke für irgendwas, ne? Meine, als würde man sind, sich E-L-Y-S merken wollen. Ja. Erleichtert lächelt Elis. Yuri schwach. Ja. Merkst dir doch mal. Zwei Adjektive, oder ist das eine Art Verb? Nee, erleichtert Verb, das, oder? Das ist schon in Ordnung, aber es wird... Ich kann kein Deutsch. Monika hebt eine Augenbraue und lächelt mich dann an. Mein Puls steigt um 300 BPM. Also, warum hast du dich für den Literaturclub entschieden? Ich hoffe, Monika hat nicht so viel Sprechrollen. Monika hat einen kleinen Riota im Hals. Ja. Ich habe mich doch gar nicht entschieden. Ich will hier gar nicht sein. Ich möchte Cupcakes fressen, Tee trinken und ein bisschen Eye Candy. So. Vor dieser Frage habe ich mich gefürchtet. Aber der hat doch klar zum Ausdruck gebracht, Güntraut. Ich habe die Frage schon wieder vergessen. Dabei war das zwei Textboxen. Ich glaube, man kann bei Geschichte auch nachgucken. Nein, es ging darum, warum ich mich für den Literaturclub entschieden habe. Du hast dich auch bewusst dafür entschieden, ja. Irgendetwas verrät mir, dass ich Monika nicht erzählen sollte, dass Sayori mich praktisch hinterhergeschleift hat. Tja, ich bin auch in keinen Club eingetreten und Sayori scheint hier sehr glücklich zu sein, also... Schon okay, es muss dir nicht peinlich sein. Wir werden schon dafür sorgen, dass du dich hier wohlfühlst, okay? Als Präsidentin des Literaturclubs ist es meine Pflicht, den Club für alle spaßig und aufregend zu machen. Siehst du, sie hatte schon die Vibes. Du hast recht gehabt. Hätte ich nicht gefühlt. Wen hättest du gesagt? Ich war immer noch bei ihr. Ja, Yuri hätte ich gesagt, ja. Okay. Monika, ich bin überrascht. Wie kam es dazu, dass du deinen eigenen Club gegründet hast? Du könntest doch sicher im Vorstand einiger der richtig großen Clubs sein. Warst du letztes Jahr nicht Leiterin des Debattierclubs? Das ist eine Overachieverin, die ist so in 8 Clubs. Ja, hat jetzt sie auch noch gegründet. Ja, das war aber dann freiwillig in der Zeit nach der Schule. Ja. Ach, weißt du? Ehrlich gesagt gefallen mir die ganzen politischen Spielchen in den großen Clubs nicht. Da kommt jetzt so eine kleine Arroganz rein. Ja, schon mal so ein bisschen, ne? Dort wird sich irgendwie nur um das Budget und den Bekanntheitsgrad gestritten und über die Vorbereitungen für Veranstaltungen. Boah, das geht einem auf den Hals hier. Du kannst ja zwei halb Töne tiefer, geht ja. Ja, ich mach das schon. Okay, Pluto, alter Junge. Ich beschäftige mich lieber mit etwas, was mir persönlich viel Freude bereitet und mache etwas ganz Besonderes daraus. Und wenn es dann noch andere dazu ermutigt, sich mit Literatur auseinanderzusetzen, dann erfülle ich mir einen Traum. Das sind ja noble Ziele hier. Monika ist wirklich eine tolle Anführerin. Yuri nickt zustimmend. Dann überrascht es mich aber, dass es noch nicht mehr Mitglieder gibt. Es muss schwierig sein, einen neuen Club zu gründen. Das könnte man so sagen. Es gibt nicht viele Leute, die Interesse daran haben, viel Mühe in den Beginn von etwas völlig Neuem zu stecken. Ganz besonders nicht bei einem Thema, das einen nicht wirklich umhaut, so wie Literatur. Boah, voll das ist hier, Monika. Also echt, ne? Ich denk mal, du warst Präsidentin des Literaturclubs. Ich wollte sagen, aber mehr als du so viele Taschenbücher auf dem Board war nicht drin, ne?
debattiere. Also ich meine, du musst doch die Leute motivieren davon. Du musst ja sagen, Literatur, das erweitert meinen Horizont. Das öffnet mein Herz. Das Moni. Ist, du kommst auf jeden Fall auf keinen grünen Zweig mit diesem Club. Ne? Ja, wenn die Message hier schon so früh droppt. Es ist viel Arbeit, die Leute davon zu überzeugen, dass der Club Spaß macht und er einem auch etwas gibt. Ja, das glaube ich. Vielleicht stinkt der Fisch vom Kopf, Monika. Ja, Monika. Aber dadurch werden Schulveranstaltungen wie das Festival noch um einiges wichtiger. Oh ja, das Festival. Ich bin fest davon überzeugt, dass es uns noch vor unserem Abschluss gelingen wird, diesen Club zu etwas ganz Großem zu machen. Da bin ich sicher. Das ist schön, dass Monika jetzt so einen riesigen Block hat. Ja, die Leute haben schon Tinnitus. Das ist richtig gut. Ja. Nicht wahr, Leute? Ja. Wir werden unser Bestes geben. Das weißt du. Alle stimmen enthusiastisch zu. Die Mädchen sind so verschieden und haben doch ein gemeinsames Ziel. Komisch. Sind wir vielleicht Club. So. Ja, Vereinssatzung wurde geschrieben. Monika muss viel Zeit damit verbracht haben, diese drei zu finden. Ja, viel Zeit, ja. Spielt sie gerade an den Haaren von Yuri? Sayori? Ja, vielleicht guckt sie gerade, wo der Spliss ansetzt. Ich bin mir nicht sicher. Das könnte auf jeden Fall ein Ding sein. Die Haare sehen auf jeden Fall so aus, als ob sie viel Zeit in die Pflege investiert. Was mich irgendwie irritiert ist, sind die Arme von Natsuki? Natsuki. Ja? Sehen irgendwie so aus, als wenn das zwei linke Arme, die anders angewinkelt sind. Als hätten die schon so eine, weiß ich nicht, so einmal durch, weißt du? Wie, so. Ja, also auf der einen Seite fehlt irgendwie so ein bisschen der Daumen. Aber ja, ist okay. Ja, oder es ist halt wirklich die Elle einmal auf der anderen Seite durchgebogen und dann verdreht an der Schulter. Also ich traue ihr einiges Oder sie zu. Macht so einen Elbow-Check. Vielleicht ist sie auch noch Präsidentin im Sportclub oder so. Judo. Ja. Möglicherweise ist das der Grund, warum sie der Gedanke eines neuen Mitglieds so begeistert. Obwohl ich immer noch nicht weiß, ob ich mit ihrer Begeisterung für Literatur mithalten kann. Also, Güntraut, was liest du denn so? Ich lese ab und zu mal die Annoncen im Kölner Stadtanzeiger. Ja, die sind oft sehr unterhaltsam, das stimmt, ja. Tja, Comics. Ich lese Bilderbücher. Da ich in letzter Zeit kaum etwas gelesen habe, gibt es eigentlich keine richtig gute Antwort auf diese Frage. Mangas. Was auch sonst? Ich flüstere es beinahe halb im Scherz. Natsuki hebt plötzlich ihren Kopf. Es scheint, als würde sie etwas sagen wollen, aber ist dann doch still. Ich bin kein wirklich großer Leser, hm? Hä? Warum vielleicht eher bist kein wirklich großer Leser. Oh, lost in translation, fair enough. Na, genau. Ja. Na, dann kann sich ja ändern. Hey, man kann ja auch Großmangas lesen. Ja, hm? Ja. Es kommen da nur für Worte aus meinem Mund. Nachdem ich Juris trauriges Lächeln gesehen hatte, antwortete ich ohne nachzudenken. Trauriges Lächeln, das ist wirklich. Es ist mir schon für den. Sie sitzen, also du musst es mir visuell vorstellen. Sie sitzen da jetzt zusammen, trinken Tee, essen Cupcakes und währenddessen trauriges Lächeln. Weil ja, er nur Mangas dieses Bemitleidende. Ach, die Alphabetisierung hat hier leider keinen Fortschritt gemacht. Und Juri, was ist mit dir? Tja, also. Yuri fährt mit ihrem Finger über den Rand ihrer Teetasse. Was man so macht, ne? Also das Erste, was ich mache, ist bei meinen Getränken, erstmal mit meinen Fingern den gesamten Bereich abzutasten, indem ich meinen Mund ansetze. Ja, aber vielleicht war da Nutella drauf. Klasse. Ja, dann mache ich mir meinen. Ja. Wir machen da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Das ist einfach. Niemand macht das, Yuri! Jetzt ist Pfui. So Desinfektionstücher vielleicht nochmal mitnehmen. Meine Lieblingsbücher sind für gewöhnlich Romane, die tiefsinnige und umfangreiche Fantasy-Welten erschaffen. Ja, hör mal, ne? Das ist jetzt aber auch nicht gerade der Ringelnatz, ne? Also da kann man auch nochmal ein bisschen. Tut mir leid, also das ist jetzt nicht die High Class, die du hier pitchst. Ich bewundere das Maß an Kreativität und Schreibkunst, die dort hineinfließt. Und außerdem ist es auch unglaublich eindrucksvoll, eine gute Geschichte in solch einer fremden Welt zu erzählen. Ja, und das passiert in Mangas nicht, oder was? Worldbuilding Ultra hier, die Yuri. Schon ziemlich klassizistisch von ihr hier. Yuri spricht weiter, ihre Begeisterung für die Bücher ist deutlich zu spüren. Als ich sie zuerst traf, erschien sie so reserviert vor 5 Minuten. Ja, das ist, ja. Erschien sie so reserviert und schüchtern, aber das Leuchten in ihren Augen zeigt, dass sie sich in der Welt der Bücher und nicht unter Menschen zu Hause fühlt. Hm, passt. Also das ist jetzt nicht irgendwie das Gegenteil von reserviert und schüchtern so, ne? Das ist, ja. Ja. Die hat auf jeden Fall ein Faible für Bücher, wie es scheint. Fair enough.
Aber eigentlich mag ich viele Dinge. Geschichten mit tiefen psychologischen Elementen ziehen mich auch in ihren Bann. Das sind so Sätze, die man als Oberstufler in einem Literaturclub nach der Schule bei Kaffee und Kuchen bringt. Es ist halt auch einfach typisch, ne? Fantasy-Bücher, Romane, aber auch tiefenpsychologische Kost. Ich bin mal sehr auf Natsuki gespannt. Ja, ich auch. Ich glaube, die ist mit den Mangas dann eher bei dir dann oder bei Güntraut halt, ne? Ist es nicht unglaublich, wie es einem Schriftsteller gelingen kann, unsere eigene fehlende Vorstellungskraft ganz bewusst auszunutzen, um uns völlig aus dem Konzept zu bringen? Also. Ja, also ich muss sagen, also geschmacklich finde ich schon gut, ne? Was Juri da so abfeuert. Ne? Naja, auf jeden Fall lese ich in letzter Zeit viele Horrorgeschichten. Ah, ich habe auch mal ein Horrorbuch gelesen. Eins, immerhin. Ja, lese ich jedes Mal. Das ist meine Lohnabrechnung. Das war wieder so ein klassischer Joke. Oh, war schon sehr schön. Füße hoch, der kommt flach. Der war gut, toll. Ja. Ja? Ich klammere mich verzweifelt an die kleinste Gemeinsamkeit. Offensichtlich, ja. Ne? Wenn es so weitergeht, kann sich Juri auch genauso mit einem Felsblock unterhalten. Echt? Das hätte ich gar nicht gedacht, Juri. Was? Dass sie Horror liest, glaube ich. Von jemandem, der so sanft wie du bist. Ist das nicht, wie heißt dieser japanische Horrorautor, dieser ganz berühmte Mangaka Junji Ito? Es kann sein, da bist du bei mir leider an der falschen Adresse. Du meinst diese Creepypasta-Geschichten und sowas? Ganz genau. Ist es nicht der? Da bin ich immer nur mal drüber gestolpert. Weil wie auch immer der heißt, der ist auf jeden Fall einer der holsamsten Menschen, die es, glaube ich, so gibt. Der hat auf jeden Fall, doch ja, Junji Ito. Das ist der macht so Horrorkram. Und der ist halt so eigentlich voll so der menschliche Labrador. Ah, okay. Das heißt, es muss ja gar kein Gegenteil geben, dass Leute Horror cool finden und voll wholesome sind. Ja, das ist ja halt auch vielleicht nur die vorne rum, ne? Aber wer weiß. Das könnte man wohl sagen. Aber wenn mich eine Geschichte zum Nachdenken bringt oder in eine andere Welt entführt, dann kann ich das Buch nur schwer weglegen. Gutes Kriterium für so einen Literaturclub. Richtig. Auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist, surreale Horrorgeschichten helfen einem oft dabei, die Welt einmal mit anderen Augen zu sehen. Ja, das ist auf jeden Fall der Appeal. Na, ich hasse Horror. Oh, warum denn? Ja, ich... Natsuki-Augen blitzen, ja, also possessiv hier. Natsukis Augen blitzen für den Bruchteil einer Sekunde in meine Richtung. Ist auch egal. Ich glaube, mit Manga könntest du recht haben. Ich glaube auch. Ich glaube, die hat definitiv Manga-Vibes. Stimmt ja. Du schreibst für gewöhnlich ja lieber über süße Dinge, nicht wahr, Natsuki? Sie Cupcake. Schreibt? Über sie, ja, scheinbar schreibt sie auch. Also, ja. Achso, ist es jetzt ein Literaturclub zum Lesen oder ist es hier so eine Creative Writing-Geschichte? Also, vielleicht ist es. Vielleicht ist sie auch die Autorin. Beides? Vielleicht macht sie Fanfiction für Cupcakes? Ich weiß es noch nicht. Warum lesen wir das dann nicht und spielen das? Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Ja. Also. Was? Wie kommst du denn darauf? Du hast beim letzten Clubtreffen einen Zettel liegen lassen. Es sah ganz danach aus, dass du an einem Gedicht gearbeitet hattest mit dem Titel... Sag ihn nicht laut! Und gib mir das zurück! Ist ja schon gut. Ehehehe, deine Cupcakes, deine Gedichte... Das scheint mir jetzt schon, also dafür, dass die alle so lieb und nett sind, scheint mir das schon eine toxische Gruppendynamik zu sein. Da ist auf jeden Fall was nicht in Ordnung. Könnte auch mal durchgreifen. Ne? Mal wirklich sagen, hier so, das ist jetzt, da möchte ich aber einen anderen Umgang haben. Aber vor allem Sayori ist ganz schwierig, was das angeht. Alles, was du tust, ist genauso süß wie du. Oh, jetzt wird dir wieder mit der Rückhand gelobt, ne? Ja. Oh, der kommt aber richtig doll. Ja. Hm. Oh. Sayori schiebt sich hinter... Das musst du lesen. Sayori schiebt sich hinter Natsuki und legt ihre Hände auf deren Schultern. Ich bin nicht süß! Ja. Natsuki, schreibst du deine eigenen Gedichte? Tja, manchmal schon. Warum interessiert dich das? Weil wir da im Literaturclub sind! Es ist das erste Stück Literatur, was hier namentlich erwähnt wird. Bitte, Natsuki! Denk doch mal mit! Ich kann auch einfach weiter auf dem Cupcake rumlesen. Das ist auch okay. Ich finde das sehr beeindruckend. Warum teilst du sie nicht mit den anderen? Nein. Natsuki wendet ihren Blick ab. Sie würden euch nicht gefallen.
Ich kann gerade so lesen. Ich habe generell mit Literatur nicht viel am Hut, ja, aber... Ich bin dankbares Publikum. Ah, du bist noch nicht selbstbewusst, was deine Werke angeht. Oh, kleiner Markus Lanz, die Güntraut, ne? Wie ist das? Genau. Juri, also, du bist also nicht Präsidentin geworden. Ja, ja, fühle ich hier. Ja, ist doch. Güntraut hat auf jeden Fall einen kleinen Markus. Ja. Ich kann nachvollziehen, wie sich Natsuki fühlt. Es braucht mehr als nur Selbstbewusstsein, um das Selbstgeschriebene zu teilen. Jetzt sind wir bei Richard David Brecht. Ja. Sehr schön. Das ist, die ganze Gang, wir haben doch direkt den Bingo-Zettel voll. Um das Selbstgeschriebene zu teilen. Vielleicht schreibt sie auch Horrorgeschichten. Ja, vielleicht ist sie dann so auf dem Fable, genau. Alle haben so ihr Steckenpferd. Am Ende wird mehr geschrieben als gelesen. Das kann ich mir das auch vorstellen. Das ist ja auch okay. Das ist auch, so Literatur. Creative Writing. Literatur. Vielleicht nicht Hochliteratur. Ne, vielleicht. Weil wenn Güntraut dann mal wieder ihr Kreuzworträtsel mitbringt. Oder ihren Manga. Ja. Die wahrste Form des Schreibens ist das Schreiben für einen selbst. Juri. Facts rausgehauen, ne? Man muss bereit sein, sich seinen Lesern zu öffnen, seine Verletzlichkeiten schonungslos zu präsentieren und die tiefsten Windungen des Herzens zu enthüllen. Ja, ich weiß noch nicht, wann ich dir ins Gesicht kotze, aber es wird irgendwann noch passieren, wenn du so weitermachst, Juri. Hast du auch Erfahrungen mit dem Schreiben, Juri? Wenn du uns vielleicht einige deiner Texte zeigst, dann können die als Beispiel dienen und Natsuki fühlt sich wohl genug, ihre eigenen Texte mit uns zu teilen. Dasselbe gilt, schätze ich, auch für Juri. Ach, ich wollte doch noch die Gedichte von allen lesen. Wir alle bleiben einen Moment lang schweigend sitzen. Die Atmosphäre ist schneidbar. Alle finden's mies. Es war die schönste Nacht des Sommers 2008. Der Tag ist vorbei. Wir bleiben alle einen Moment lang schweigend sitzen, dann gehen wir nach Hause und überlegen uns, was wir stattdessen mit unserer Zeit besser anfangen. Okay. Okay, was, Monika? Ich habe eine Idee. Okay, Monika, sorry. Nat und Juri. Natti. Natsuki und Juri sehen Monika fragend an. Das hatten wir schon, vorhergestellte Dialogbox. Okay. Extrapolieren können, liebes Spiel. Lasst uns alle nach Hause gehen und ein eigenes Gedicht schreiben. Yay, Monika. Tolle Idee. Ich bin wirklich gespannt, mit was Güntraut um die Ecke kommt. Ich glaube auch. Dann können wir es bei unserem nächsten Treffen mit den anderen teilen. Schüttelreim wäre so werden alle gleich behandelt. Ja. Toll. Juhu, so machen wir das. Außerdem wird es uns ein wenig dabei helfen, etwas vertrauter miteinander umzugehen, wo wir doch jetzt ein neues Mitglied haben. So können wir den Zusammenhalt im Club noch verstärken. Mich interessiert wirklich, wie Güntraut aussieht. Vielleicht ist Güntraut jetzt eine Taube. Ja, für mich stell sie mir tatsächlich als Vogel vor. Ja. Das ist nur fair. Das stimmt doch, oder Güntraut? Ja, nur sehr. Monika lächelt mich wieder freundlich an. Moment mal, es gibt noch ein Problem. Kann ich lesen. Teil des Clubs. Ach so, welches denn? Da wir jetzt wieder beim ursprünglichen Thema meines Club-Eintritts gelandet sind, sprudelt ganz unverhohlen das aus mir heraus, was mir schon die ganze Zeit im Kopf herumschwirrt. Ich hatte nie gesagt, dass ich in den Club eintreten werde. Ich bin nur hier, um mir Cupcakes als Wagenladung reinzuschmeißen. Bummer. Sayori hat mich zwar dazu überredet, hier einmal vorbeizuschauen, aber ich habe mich noch nicht offiziell dazu entschieden. Es gibt auch noch andere Clubs, die ich mir ansehen will und... Unangenehme Situation 2. Ja, also Güntraut, wirklich so ein Magnet für unangenehme Situationen. Ja, also das sehe ich hier im Muster auf jeden Fall, ja. Ich verliere den Faden. Ja, eigentlich hast du das gesagt, was du sagen wolltest, Güni. Ja, eigentlich schon. Also da gibt es nichts noch zu erklären. Alle vier Mädchen starren mich mit deprimierten Augen an. Also ich finde, Juri sieht nicht wirklich deprimiert aus. Die ist eher so... Ja, die hält sich halt wieder fest. Ja. Ich glaube, die ist einfach müde. Das sieht aus, als ob die so ein bisschen so... Aber eher als wäre der Knoten so... Keine Ahnung, als wäre das so ein haptischer Mensch. Ja, das stimmt. Also man muss sagen, so am zugeschnürtesten, was dieses Bänderl anbelangt, sind die beiden Damen rechts. Ja. Und da ist es ein bisschen legerer so. Die nimmst nicht so genau mit. Die haben aber auch alle drei zugeknöpft, ne? Die haben den Blazer zu.
Und nicht Juri. Sayori? Sayori ist da eher so Lachs. Ne? Das stimmt. Lachs. Passt Lachs, passt ja auch so ein bisschen zu der Farbe vom Carpador. Lachs. Schönes Wort. Lachs. Ja. Lachs. Aber. Es tut mir leid, ich dachte. Güntraut. Ja, alle. Den Mädchen gegenüber bin ich einfach machtlos. Wie soll ich da mit kühlem Kopf eine Entscheidung treffen, wenn sie mich so ansehen? Wenn der Preis das Schreiben von Gedichten ist, um jeden Tag mit diesen wunderschönen Mädchen zu verbringen, dann ist das wohl so. Der Club trifft sich jeden Tag. Da hätte ich ja sowas von gar keinen Bock jeden drauf. Jeden Tag. Literaturclub. Ich habe mal Fußball gespielt im Verein. Ne? Das war zweimal die Woche Training und dann Samstag Spiel. Ich habe gar keinen Bock auf die Scheiße gehabt. Was passiert mit meinen Mangas, Animes und Videospielen? Die wollen auch ein wenig Gesellschaft haben. Hast du einen Club für Gründen? Ja. Ja. Den ich sitze zu Hause und spiele PlayStation Club. Ja, ja. Mitglied ich. Ja. Könnt ihr jetzt übrigens in der Description den The Plague Club join. Keine Mitgliedsgebühr, keine Agenda. Einfach nur Videospiele und zu Hause sitzen und mit niemandem reden. Also gut. Guter Club. Okay, ich habe mich entschieden. Ich werde dem Literaturclub beitreten. Das ging schnell. Ja, das war jetzt auf jeden Fall auch übers Knie. Schön einschüchtern lassen von den Vieren. Ne? Ja. Hat zu sich auf jeden Fall schön rein peer pressure und gaslighten lassen. Ja, das hat, also da mache ich persönlich Sayori für verantwortlich. Ne? Ja. Aber die anderen haben voll mitgespielt. Sorry. Das stimmt. Das ist, man kann ja auch, ich meine, er hätte ja auch sagen können, nimm dir deine Bedenkenzeit. Wir freuen uns, wenn du mitkommst. Nicht aus einer gewissen drüsigen Geschichte heraus, weil du dich interessierst. Ein neues Interesse an Literatur erweckt wurdest. Ja. Ja, aber wirklich, die einzige Person, die wirklich, wirklich, wirklich über Literatur gesprochen hat, war ja Juri. Richtig, und über ihre Vorstellung von guter Literatur, ja, und hat da so also ein bisschen was zu gesagt. Ne? Von daher, da schon mal jetzt, war da ein bisschen zu ausgefranst, ein bisschen faserig, ja, was sie da jetzt so von sich gegeben hat, aber deswegen bekommt sie von mir eine 1-. Ja, so. Ja, okay. Für den Beitrag am Literaturclub. Ja, also die hat auf jeden Fall, was Literaturclub-Präsenz angeht, die Nase vorn. Ganz genau. Und die anderen haben ja eigentlich irgendwie die haben ja irgendwie die Aufgabe. Also über Literatur wurde hier heute noch nicht gesprochen, sondern eher darüber, über das kreative Schreiben. Aber jetzt so, ich habe gestern das 38. Kapitel von was weiß ich was. Ich sag mal ein Buch. Jetzt machst du mich hier aber auch hier gerade. Jetzt muss ich auch dem Club beitreten. Ja, das hier, die unendliche Geschichte. Ich habe das 38. Kapitel der unendlichen Geschichte gelesen. Ich fand die Charakterentwicklung gut und die Stilistiken, die dort verwendet wurden. Das wäre eigentlich der typische Dialog das hier, ja. Hätte ich mir, also, sorry, dann, wenn ihr in dem Literaturclub schon mal wart, ne, oder noch in einem seid, sieht es da so aus? Ich kenne Literaturclub so, man setzt sich zusammen, man ist früh verrentet, gegebenenfalls auch verwitwet, und trifft sich einmal die Woche und diskutiert Bücher, die man gelesen hat. Und es gibt sehr viel Kaffee. Ja, das ist ja auch so, wie man es auch aus Formaten kennt, die das irgendwie anderen mitteilen. Ja. So Lesezirkel. Lesezirkel. Aber das hier scheint mir mehr so Geldwäsche-Dönerbude zu sein. Ne? Also bis jetzt ist ja noch nicht viel her damit. Also, ja. Gucken wir mal. Die Augen der Mädchen beginnen wieder zu strahlen. Ja, ich bin so glücklich. Sayori wirft ihre Arme um mich und hüpft auf und ab. Wow, Sayori. Hey! Du hast mir einen Moment lang wirklich einen Schrecken eingejagt. Weil ich mich noch nicht entschieden habe, einem Literaturclub beizutreten. Ja, dass du Nein sagen könntest zu ihrem literaturigen Literatur. Club. Sie haben sich ja alle Mühe gegeben, sich zu überzeugen. Total. Ne? Tee, Pudding, Pudding. Cupcakes. Wir haben es auch aufgenommen, vielleicht machen wir das. Ja, wir haben wieder Pudding gegessen. Unsere kleine Tradition, vielleicht können wir da nochmal zwei Worte zu verlieren. In unserem Pudding-Club könnt ihr dann eventuell mal vorbeischauen. Ja, Süßspeisen. Ab nächster Woche jeden Tag. genau. Wir treffen uns danach. In einem Jahr wollen wir dann auch den Diabetes-Club aufmachen. Ja. Und, wir treffen uns im Rewe in der Kühlung, in der Kühlabteilung und verköstigen 2 bis 13 Pudding. Jeden Tag. Jeden Tag. Gut, schöner Club. Ja. Also, ja. Wenn du echt nur wegen der Cupcakes gekommen wärst, wäre ich super sauer gewesen. Also, man muss es doch jetzt auch mal kontextualisieren, Sayori. Nur wegen des Cupcakes gekommen, ja, oder? Ja, ne? Und weil Sayori halt eben auch so gebettelt hat. Ne? Ja, das stimmt. Dann ist es also offiziell. Willkommen im Literaturclub. Danke, denke ich. Okay, Leute.
Damit können wir jetzt offiziell das heutige Treffen mit etwas Positivem abschließen. Denkt alle an die heutige Aufgabe. Schreibt ein Gedicht und bringt es zum nächsten Treffen mit, damit wir alle daran teilhaben können. Yay! Monika sieht erneut zu mir herüber. Güntraut, ich freue mich darauf zu sehen, wie du dich ausdrückst. Ich würde gerne sehen, wie du dich ausdrückst, Baby. Drück dich doch mal aus. Ich hab gerade keinen verfügbaren Pickel. Ja. Kann ich mit meinem mittelmäßigen Schreibstil wirklich Monika, die Klassenbeste, beeindrucken? Also Monika ist eine Overachieverin. Ja, auf jeden Fall. Klassenbeste, Präsidentin des Debattierclubs, Präsidentin des Literaturclubs. Sport macht sie auch noch. Ja. Und pressured halt auch ihre Leute direkt rein, weil sie halt auch direkt sehen will, was du drauf hast. Ne? Ja. Die sagt nicht, mach dir keine Gedanken, schreib einfach, was du willst. Nein, sie will wissen, was dein Ausdruck so drauf hat. Ne? Feedback. Sie möchte Leistung. Auf jeden Fall nicht. Wir sind in der Leistungsgesellschaft. Nicht unter Wert heiraten. Unter das Monika gibt es keine Teilnehmerurkunde. Richtig, genau. Ich fühle direkt, wie sich mein Magen vor lauter Anspannung verkrampft. Ja. In der Zwischenzeit plaudern die Mädchen weiter, während Yuri und Natsuki das Essen abräumen. Das ist okay, gut. Hey, Güntraut, da wir jetzt eh schon hier sind, sollen wir zusammen nach Hause gehen? Stimmt ja, da Sayori nach dem Unterricht immer irgendwelche Clubtreffen hatte, gingen wir nicht mehr zusammen nach Hause. Klar, warum nicht? Juhu! Der Vibe hat sich aber geändert. Ja, ist jetzt irgendwie ein bisschen so, aber wir sind schon Freunde, ne? Wir sind schon Freunde. Ja. Und so verlassen wir beide den Clubraum und machen uns auf den Heimweg. Während des gesamten Wegs springen meine Gedanken zwischen den vier Mädchen hin und her. Sayori, Natsuki, Yuri und natürlich Monika. Monika. Werde ich wirklich glücklich sein, nach dem Unterricht täglich in einem Literaturclub abzuhängen? Möglicherweise bietet sich ja die Chance, einem der Mädchen etwas näher zu kommen. Oh, also Güntraut. Das ist also dein eigentliches Ziel. Also gut. Das wird hier ausgepackt. Ich muss das Beste aus der Situation machen und das Glück wird mir sicherlich Holz sein. Und alles beginnt wohl mit einem Gedicht, das ich heute Abend schreiben muss. Oh, da bin ich ja jetzt sehr gespannt, ob wir tatsächlich einen Einfluss auf dieses Gedicht haben werden. Oh, tatsächlich. Jetzt ist es Zeit, ein Gedicht zu schreiben. Wähle Wörter, von denen du glaubst, dass sie deinem Lieblingsclubmitglied gefallen werden. Wer dein Gedicht am meisten mag, dem wird etwas Gutes passieren. Wer dein Gedicht... Okay... Also die Person, ja gut, das lassen wir jetzt erstmal auf Seite. Wir sollen also ein Gedicht schreiben, was möglichst bei den jeweiligen Damen Sympathien triggert, ja? Ganz genau. Wir haben sie ja jetzt kennengelernt. Ja. Wir wissen nicht, was sie an Literatur gut finden, außer ein bisschen von Yuri. Wir können es ja so ein bisschen extrapolieren. Ja. Also ich sag mal so, Monika ist da glaube ich gar nicht mit drin. Also zumindest hüpft sie nicht als Chibi da unten rum, ne? Genau, also da sehe ich jetzt Sayori, Natsuki und Yuri. Also von Monika wissen wir noch nicht ganz so viel, außer dass sie eine krasse Overachieverin ist und die Präsidentin des Clubs so an sich. Ja. Was ihr Fable für Literatur anbelangt. So, ansonsten Sayori, bisschen verpeilt so. Ja, verschläft oft, ne? Ist irgendwie aber sehr engagiert in Clubs. Und hat uns natürlich sehr enthusiastisch mit dahin genommen. Ja. Das war's dann auch so. Natsuki ist bei ihr, ist es eher so, sie mag wahrscheinlich so eher süßere Dinge, wird suggeriert, aber es möchte quasi nicht herausgefunden werden. Ja, sie möchte ein bisschen so dieses, sie möchte nicht die Cutie sein und wehrt sich so ein bisschen gegen dieses Bild, ne? Ja. Sondern will auch auf Augenhöhe einfach wahrgenommen werden. So, das ist mein Eindruck hier von ihr. Ganz genau. Auf jeden Fall hätte ich jetzt auch gesagt, das ist ein guter Punkt, diese Folge an dieser Stelle zu beenden. Ihr könnt in der Kommentarsektion ja mal schreiben, was wir tun sollen. Ja, so begleitetes Denken. Können uns vielleicht ja auch ein paar... Ja, also sagt einfach, welche Wörter hättet ihr ganz gerne. Schreibt es gerne in die Kommentarsektion oder sagt über Discord. Wir versuchen, die alle reinzukriegen. Und wer ist eure Favoritin? Ne? Wer ist eure Favoritin? Was ist euer Eindruck? Wer hat euch literaturtechnisch überzeugt? Ne? Ja. Und vor allem, ganz wichtig, welchen Club wollt ihr beitreten? Ganz genau. Das muss jetzt alles in die Kommentarsektion. Ihr habt Hausaufgaben, also fürs nächste Mal. Nicht nur wir, die dieses Gedicht schreiben müssen, sondern auch ihr. Wenn es euch gefallen hat, Doki Doki Literature Club plus die erste Folge, dann lasst uns gerne ein Like und oder ein Abonnement da. Das wäre fantastisch. Ja, vielen Dank. Zum Schluss noch ein Hinweis, das werden wir am Ende nochmal einblenden.
Dieses Spiel, wir haben das am Anfang nicht gesagt. In der ersten Folge merkt man davon noch nichts. Aber es wurde bereits öfters suggeriert, dass dieses Spiel auch kritischere Themen behandelt. Also wirklich, dass es nicht so eitel Sonnenschein bleibt. Wir wissen das beide nicht, es ist ein blindes Let's Play. Deswegen wurde am Anfang, wir blenden es hier mal ein, folgende Dialogbox angezeigt. Ja? Das heißt also, wenn ihr eben auf bestimmte Themen sensibel reagiert, mit Warnung, wir zeigen dann am Anfang, wenn es soweit ist, entsprechende Warnungen, sodass ihr halt Bescheid wisst. Genau, viewer discretion is advised, wie man im Englischen sagen wollte. Schaut das Let's Play nach eigenem Ermessen. Wenn ihr das tun würdet, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder zu Doki Doki Literature Club. Ich wusste, dass ich einmal noch über dieses Wort stolpere. Part 2. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ahoi. Gut, gut. Ja, dann verlassen wir doch hier mal. Gut. Was ist hier los? Das hätten sie echt spannend. Das Commander Legacy BIOS Version 2.DREV4. 8 MB RAM. Fast RAM. Was passiert denn jetzt hier? Ich möchte hier raus. Ich habe das Spiel beendet. Einmal noch. Verschwinde jetzt. Dann siehst du hast die richtige Taste erwischt. Hab ich? Was jetzt? Alter, 4 oder was? Oder musst du das jetzt hier drüber irgendwie nochmal beenden? Wo bin ich denn jetzt? Keine Ahnung, Digga. Vielleicht einfach Alter 4. Ich beende das jetzt mal. Also. Ja.